Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Superliminal. Wir gehen in den Aufzug, denn es geht weiter. Feeling lucky. Colicos Casino and Amusement. Amusements. Opening Weekend. Loading. The level is loading right now. Guten Morgen. 5 Uhr. Wir sind wieder hier. Wo wir ja schon ein paar Mal waren. Wir sind an der Schleife gelandet. Wir können immer noch nicht hier rüber. Und ich nehme an, dass wir hier auch nichts finden, oder? Immer wieder alles abgucken natürlich. Ist ja klar. Ein bisschen anderes Rot. Und wir haben wieder Doktor hier. Der uns was erzählt. Mal schauen, was es diesmal ist. Erzählen Sie. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Uhr hier falsch ist oder zumindest stehen geblieben ist. Und ich finde die Tapete jetzt nicht so besonders. Naja. Wir spielen wieder am Soda-Automaten rum. Wie immer. Und wir nehmen auch eine mit. Und schau mal, was diesmal so auf uns wartet. Eine Halle. Und natürlich ein Feuerlöscher, so gehört sich das. Und noch einer. Stechuhr, okay. Ich lasse dich erstmal hier so liegen. Ich war das aber nicht. Ich bin unschuldig. Hauptsache, ich kann noch die Feuerlöscher nutzen. Ich glaube, so ein rotes Licht ist ja eigentlich nicht ganz so gut. Ist hier nicht noch ein Feuerlöscher? Nein. Notice! Emergency Generator this way. Ja. Guten Tag. Road closed. Die Tour. Können wir machen. Hier ist sowieso nichts mehr. Es ist relativ duster. Da ist eine Steckdose gewesen. Und anscheinend ist die Glühbirne auch gleich am Durchbrennen. Oder es will ich einfach nur... Oh, danke. Ich wollte gerade sagen, oder es will einfach nur einen epileptischen Anfall durchführen. Ich dachte gerade, hier hätte ich was gesehen, aber anscheinend nicht. Es wird immer kühler von den Farben her. Guten Tag, das große Lagerhaus. Ventilatoren und Kisten ohne Ende. Die Frage ist, was wird hier gelagert und für wen? Guck mal, hier kann man hoch. Das muss doch was bedeuten, dass man hier hoch kann. Vielleicht auch nicht. Aha. Deswegen klappt hier nichts mehr im Traum, weil dieses Regal umgefallen ist. Alles ist kaputt gegangen. Sei froh, dass es nur so angeordnet ist und nicht in so einer Reihe. Wie so in klassischen Komödien. Wo dann eins umfällt, alles umfällt. Als Dominostein. Oh, da oben ist was. Ich sehe es. Doch nicht. Wird es jetzt hier zum Horrorfilm?
oder Horrorspiel. Ich dachte, das wäre nur ein Puzzle. Ich dachte, ich bin am Träumen. Gut, es gibt auch Albträume, natürlich. Ich werde aber erstmal hier die Tür öffnen wollen. Oh, das... Ohne Scheiß, das war jetzt ein kleiner Jumpscare für mich. Also ich habe ganz kurz gezuckt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Tür zugeht. Aber ich habe es verstanden. Ich gehe ja schon. Viel Licht macht ihr aber nicht gerade. Ich kann euch auch nicht mitnehmen. Ja, langsam geht's in etwas in eine Horrorrichtung. Monday, Murder. Tuesday, Murder. Wednesday, Murder. Thursday, Murder. Friday, Murder. Saturday, Murder. Sunday, Beans. Oh, Sonntag gibt es Bohnen. Bei mir ist es inzwischen Sonntag, also gibt's Bohnen. Aber es stimmt nicht. Ich hatte Samstagabend Bohnen. Wir haben einen Gemüseeintopf gemacht. Da waren Augenbohnen drin. Wieso haben wir auf einmal was mit Mördern am Hut? Oh, wie gut, wenn das Spiel jetzt einfach wirklich zum krassen Horrorspiel werden würde und der ganze Teil bisher, diese Perspektive eigentlich nur so zum in Sicherheit luren wäre. Das könnten sie aber nicht machen, das wäre false advertising, oder? Aber das wäre schon amüsant. Oh, ist dunkel. Oh. Wie nett. Im Nichts erscheint auf einmal ein Pfad. Dann schauen wir doch mal, was diese Tür zu sagen hat. Weil weiter nach links geht's noch nicht. Die Frage ist, geht's hier noch nach rechts? Ist hier rechts vielleicht noch ein Weg? Oh, hier ist auch ein Weg. Also es ist eventuell genau das gleiche wie beim letzten Mal. Allerdings sind die Blumen anders angeordnet. Nehmen wir erstmal hier den rechten Weg in diesem Fall. Schauen wir mal. Da jetzt. Okay, da hinten sehen wir eine rote Spur. Es interessiert mich mal, ob der Weg da drüben von der anderen Seite einfach nur reinführt. Bin ich ja neugierig. Gleich habe ich's. Da ist das Licht. Da jetzt. Ja. Führt also einfach nur von der Seite oder von der Seite rein in den Raum. Schau. Ja, ist okay. Immer noch Mörder, 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 Beans. Und was ist jetzt hier? Außer ein großer roter Abgrund. Da würde ich ja ehrlich gesagt nicht rein wollen. Aber ich glaube, ich muss. Ah, was ist hier oben? Vielleicht wird das hier auch gerade zum Haus das Verrückte macht. Zur Beruhigung, wenn man ein bisschen nervös ist, erstmal Feuerlöscher nutzen. Okay. Machst du das hier auch nochmal? Nee. Diesmal nicht. Also das Schild kann ich nicht mitnehmen, das Schild auch nicht. Ich nehme an, ich muss da runterspringen. Weil ich hier keine Ahnung habe, wo der Weg weitergehen könnte. Ich glaube auch nicht, dass man hier rechts einen Pfad hat, der rübergeht. Oh, hier ist ein Pfad.
Dankeschön. Sehr nett. Irgendwo musste ja ein Pfad sein, aber ich habe ja was gehört. Der Pfad hat vor allem Ding, der wäre hier geendet. Okay. Keine andere Möglichkeit, außer da lang zu gehen. Knallst du wieder zu? Ich sehe das, wenn du zuknallst. Nein. Okay. So, Mr. Pierce. Was haben Sie hier angestellt? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Will die mich jetzt in den, will er mich jetzt hier in den Selbstmord reden, oder was? Ich habe kurz gedacht, das wäre eine Person. Es ist nur eine Schachfigur. Aber sie schaut Wache. Muss hier auch einen Code sagen. Ich kenne ihn allerdings nicht. Von den Schachfiguren kann ich keine mitnehmen. Ist schon eine andere Atmosphäre als vorher. In dem ersten Teil des Spiels, den wir bis dahin hatten. Es kam urplötzlich so ein Turnaround, wo es jetzt halt doch schon so hier in diese Horrorartige geht. Ich habe kein Problem damit. Ist gut gemacht bis hierhin. Ich bin gespannt. Ich kann mich verstecken im Notfall. Noch hier hinter? Ja, ich kann auch hier hinter gehen. Da passe ich nicht durch. Nur warum sollte ich dahinter können? Es war zu erwarten, dass jetzt die Tür zugeht, deswegen kein Schock mehr. Ja. Oh. Schachfigur. Ich laufe einfach mal rückwärts, dann sehe ich nämlich, was da eventuell kommt. Da ist ein Pfeil. Also in die Richtung. Viel weiter geht's nicht. Ah, weil da eine Treppe ist. Man kommt durch. Auch wenn man nichts sieht, man kommt irgendwie weiter. Sehr schön. Wäre denn noch was gewesen? Kann ich nicht sagen, natürlich. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Wieso bin ich denn verantwortlich? Ich gehe doch einfach nur den Weg entlang. Hättet ihr da vorhin keine Steine in den Weg gelegt? Jo, ich wäre trotzdem den Weg lang gegangen. Aber theoretisch, ja. Wenn die Steine nicht da gewesen wären, hätte ich ja auch normal gehen können. Ich komme da nicht durch. Was ist das denn da? Abgesehen von Gerümpel. Erstmal hier schön die Wand entlang gehen, ob hier irgendwo was ist. Das sieht nicht so aus. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass hier vorne irgendein Gegenstand gewesen wäre, den ich hätte mitnehmen können. Schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Ich
Vielleicht können wir aber hier oben lang gehen. Nee, es ist nur Schatten. Es ist kein wirklicher Weg. Gott, kein Timing. Verdammt. So, ein bisschen Licht. Schauen wir mal hier weiter. Irgendwas finden. Meine, jetzt haben wir theoretisch Licht, um da hinten im Dunkeln nachzuschauen. Unseren Weg zu bahnen. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ah, hier geht's weiter. In Ordnung, mein Freund. In Ordnung. Jetzt gibt's hier einen Weg zwischen den Kartonagen durch. Sehr gut, vielen Dank. Okay, da ist sonst nichts mehr. Dann können wir hier runtergehen. Da einmal hier durchs Rotlicht gehen. Und wir sind angekommen. Ich lasse mir mal hier, weil ich kann nicht eh nicht hier mit durchnehmen. Wir haben hier wieder so eine Phase, durch die man nichts mitnehmen kann. Aber es gibt wieder Soda. Nehmen wieder eine mit. Ab zum Emergency Generator. In rotes Licht ist das. Mal mitnehmen kann ich dich nicht. Nee. Warum warst du hier? Es hat doch sicherlich einen Grund, dass du da warst. Ich weiß es nicht. Oder war es einfach nur von hier das rote Licht? Es hat etwa an dieser Stelle geleuchtet. Oder? Ganz kurz nachgucken. Oberes Regal, drittes von rechts. Hier. Dieses hier. Da ist aber nichts. Hinten dran sehe ich auch nichts. Schade. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Hinweis. Wir haben wieder so eine Holz-Steintür. Allerdings können wir doch sicherlich damit was anfangen. Wenn wir das hier hin machen. Bis dann. Bleib bitte hier oben liegen.
Ich glaube nicht. Nee. Das hat nichts daran geändert. Wie kommen wir durch diese Tür durch? Und was hat es mit diesem Licht da auf sich, was wir da gesehen haben durch den Spiegel? Oder durch diese Scheibe, es ist ja kein Spiegel. Welche Unterschiede es sonst noch gibt. Hier sieht man das Licht nicht mehr, erst wenn man hier ist. Kann er eigentlich nicht von da kommen. Kann es doch von da kommen? Nee. So, jetzt verdecke ich es. Also müsste es ja hier irgendwo sein. Ja, hier ist ja auch rotes Licht. Was hat das auf sich? Nee, ich wollte ja eigentlich auf den Kühlschrank oder auf diesen Dingern draufstellen. Wie geht's weiter? Irgendwo hapert's jetzt. Das ist das erste Rätsel, wo ich, glaube ich, richtig verwirrt bin. Ich kann hier drüben ja nichts machen bisher. Zumindest habe ich nichts gesehen, was in mir gehen würde. Außer vielleicht im Dunkeln. Ich kann auch nicht durch die Scheibe durchnehmen. Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln, aber wir werden es rausfinden. Ist dann diesmal halt eine längere Folge auch. Weil ich habe schon den Blick drauf und ich weiß, dass wir schon eigentlich ein bisschen überzogen haben. Für sonst im Vergleich, aber ist ja nicht schlimm. Irgendwie muss es hier rausgehen. Hier ging, man konnte nichts hierher mitnehmen. Ich könnte das Licht hier mit rausnehmen. Mach mir das mal. Finde ich da vielleicht irgendwas, was hilfreich ist? Nicht wirklich. Da ist immer noch ein rotes Licht. Das kann aber halt niemals von dem Schild kommen. Ist unmöglich. Woher kommt das denn? Irgendwo hier hinten, irgendwas ist da. Ich kann es nur nicht orten. Was erkenne ich nicht? Dann überlegen. Also wir kamen da rein. Das Exit-Schild war oben der, Tür gehangen. Ansonsten konnte man hier nichts machen. Wir haben hier drüben, wenn man von da aus guckt, hat man da ein rotes Licht. Und wir haben hier ein rotes Licht. Dessen Quelle wohl irgendwo hier drin sein muss. Ich meine, wir sehen ja eine Spiegelung. Theoretisch.
Ich habe keine Ahnung, was das auf sich hat, die ganze Geschichte. Komm mal mit, vielleicht kommen wir dann mal besser hoch mit dir. Nee, hier oben ist auch nichts. Noch mehr Licht geht nicht, gefühlt. Jetzt sieht man hier auch alles. Auf der Seite zumindest. Oben drüber kann ich auch nicht. Wir haben da oben dicht. Hier haben jetzt auch alles erleuchtet. Oder na komm, einmal hier hoch bitte. Dankeschön. Okay. Sehr gut. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Ja, es tut mir leid. Ich gehöre wohl anscheinend nicht dazu. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht in Superliminal. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Und ich werde auch direkt weitermachen. Es ist zwar schon etwas später geworden, aber ich habe so Lust drauf. Und ich habe noch gerade keinen Speicherpunkt. Von daher ist es alles in Ordnung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute.